wish you. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Herzlich willkommen. Sie fragen sich vielleicht, wie sieht der Moderator aus? Was ist los mit dem? Hat er angefangen zu saufen? Nimmt er Drogen oder was? Nee, ich bin drogenfrei aufgewachsen. Mein Alkoholkonsum hält sich auch sehr stark in Grenzen. Ich bin einfach nur krank. Und normalerweise hätte man jetzt gesagt, soll ich mich in der Horizontalen aufhalten? Was auch prinzipiell kein Problem gewesen wäre, weil wird ja in 16:9 ausgestrahlt. Trotzdem haben die gesagt, sehr scheiße aus. Und jetzt schließlich, wenn ich ein bisschen schwer atme während des Abends, ich bin nicht am Verrecken. Ist einfach so, ich versuche Luft zu kriegen. Das ist alles. Ja. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ist eigentlich auch kein gutes Zeichen, oder? Wenn das Jahr so endet, dass man am Ende völlig am Ende ist. Ne? Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Oder eigentlich ist ja Magen-Darm ist ja im Moment angesagt. Sie halten durch. Wäre ich sehr dankbar. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick im ZDF. Aber ich begrüße auch unsere jungen Zuschauer. Ja, wir sind ja alle ein Jahr älter geworden dieses Jahr. Nur das ZDF. Das ZDF wird immer jünger. Zumindest das Programm. Also das ZDF hat ja in diesem Jahr versucht, sich zu öffnen, neue Generationen anzusprechen, Menschen, die zum Teil sogar noch, ja, atmen. Ne? Die ZDF wendet sich nicht zuletzt auch mit dieser Sendung Menschen zu, die den Krieg gar nicht mehr selbst erlebt haben. Und sollten Sie sich jetzt zu Hause fragen, welcher Krieg, dann sind Sie hier im ZDF genau richtig. Ja. Stattdessen entfällt heute Abend die Sendung Marianne und Michael, Lieder von der Ostfront. Herzlich willkommen. Wir sind im Thema. Ja, meine Güte. Da merkt man schon, hier ist super Stimmung. Es war ein super Jahr, oder? Es wird alles immer besser, immer jünger, immer schöner, außer mir jetzt. Und immer sexier alles, nicht? Außer Knut. Knut ist ja völlig degeneriert, nicht? So klein war er und jetzt ein fetter Sack. So weit hätte es nicht kommen müssen, meines Erachtens. Indessen ist er durch so viele Jahresrückblicke gegeistert, dass er wirklich auf den Zeiger geht. Ich meine, am Anfang war er ja süß. Ne? Und jetzt ein Eisbär. Ein doofer, dicker Eisbär. Man muss doch auch mal wissen, wann Schluss ist. Das ist nämlich das Problem. Letztes Jahr wusste man das noch. Problembär Bruno, buff. Ne? Weg war er. Ne? Aber Knut, wenn man den im Mai ausgestopft hätte, der wäre immer noch genauso knuffig wie am Anfang. Ne? Na sicher, da konnte man noch nicht ahnen, dass er wächst. Ne? Na, aber sonst alles wird jünger. Selbst unsere Bundeskanzlerin wird ja immer schöner, immer frischer. Schick angezogen, die Haare schön, leicht getönt. Wenn sie jetzt noch anfängt, Zigarre zu rauchen, hätten wir im Grunde auch Gerhard Schröder behalten können, oder? Ja, aber nein, Deutschland wollte Schröder nicht mehr. Deutschland wollte endlich eine sozialdemokratische Kanzlerin. Und die haben wir jetzt. Nicht? Alle sind begeistert. Wer hätte ihr das zugetraut, wie die sich entwickelt hat? Von der unscheinbaren kleinen Physikerin zur... Guckt euch das an. Ich glaube, wir haben noch ein Foto. Komm, zeig mal gleich das nächste. Ah, man kommt sich näher. Ich glaube, wir haben noch eins. Da. Wie sie guckt. Ne? Habe ich erwähnt, dass ich Nicolas Sarkozy, der französische Präsident, auf dem Bild übrigens rechts, ja, dass der sich habe ich erwähnt, dass sich Nicolas Sarkozy von seiner Frau hat scheiden lassen in diesem Jahr. Beziehungsweise soweit ist ja noch, sie haben sich erstmal getrennt, nicht? Warum wohl? Ich meine, die Merkel strahlt auch so komisch, oder? Ich meine, mit Sarko. Es geht offenbar selbst in der Politik nur noch um das Körperliche. Nicht? G8-Gipfel, den Heiligen Damm. Die Elite der Welt trifft sich und wo? Für ein paar Stunden im Hotel. Das ist doch meine Güte. Nicht? Geht's denn wirklich nur noch? Paris Hilton war übrigens gar nicht eingeladen. Da hätte sie doch hingepasst. Nicht? Wahrscheinlich war sie gerade wieder im Gefängnis. Wegen Fahrens ohne Führerschein. Dabei hatte sie ja glaubhaft versichert, sie hätte gar nicht gewusst, dass man einen Führerschein braucht. Kein Scherz, hat sie gesagt. Woher soll sie es auch wissen? Sie musste sich bei Kontrollen bisher nie ausweisen.
Ausziehen, ja, aber ausweisen, da wusste sie nichts von. Sie hat auch keine Zeit für solchen alltäglichen Lappalien. Sie hat so viel zu tun, sie hat ja auch eine Platte gemacht, nicht sehr erfolgreich. Haben Sie die noch im Ohr? Sicher alle, oder? Die ging so, la, la, irgendwie so, nur länger halt. Sie ist ja so kreativ. Ich wette, sie dreht auch gerade wieder an einem neuen Film. Ihr erster war ja ein großer Erfolg im Internet. Ne? Wie hieß er? War das nicht dieser Bibelfilm? Die Trompeten von Jericho? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wurde da auch sehr viel geblasen. Kyrill. Kyrill war, ja. Kyrill war ja dieses Jahr der große Sturm. Ne? Ich erinnere mich noch, der hat ja auch einiges weggeblasen, ganz schön was runtergeholt. Ne? Kyrill war praktisch die Paris Hilton der Wetterphänomene. Kann man das so sagen? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das Schlimmste sowieso in diesem Jahr war das Wetter. Ne? Und die Benzinpreise. Boah, da ging es ja bei vielen Bürgern ums Überleben. Benzin ist ja bei uns das, was für vorindustrielle Gesellschaften das Brot war. Ich habe viele Menschen gesehen, die dieses Jahr nur um Benzin zu sparen, in der Kinderspielstraße auf 80 runtergebremst haben. Ja. Haben Sie das mitgekriegt von dieser Frau? Das war ja schlimm. Die sich wegen der Benzinpreise verkauft hat. Haben Sie es mitbekommen? Ganz schrecklich. Sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Es geht so nicht mehr weiter. Ich werde mich verschleudern müssen an einen, der dumm genug ist und reich ist. Und dann werde ich meine Hochzeit nur wegen der Benzinpreise für viel Geld an ProSieben verkaufen müssen. Gülcan. Es war Gülcan, ein Sinnbild des grassierenden Elends. Aber jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen. Sexualisierung der Politik, das ging ja schon im Januar los, als der israelische Präsident Moshe Katsav sein Amt ruhen lassen musste, weil er angeblich ja mehrere Frauen vergewaltigt hat, hat er auch zugegeben und so. Ne, da war Wladimir Putin zum Beispiel total beeindruckt. Putin hat gesagt, wörtlich, was für ein starker Mann, 10 Frauen vergewaltigt, in Russland ist man da neidisch. Ne, so ist er, der Wladimir. Ne, meine ich das nur? Oder werden die Menschen, die auf dieser Welt zu sagen haben, immer primitiver? Ne, haben Sie die Fotos von ihm gesehen? Hier, da. Das ist ich weiß gar nicht, wo das Foto her ist. Ich glaube, das ist der russische Präsident, ne, abgebildet, glaube ich, in irgendeinem Kölner Gay-Magazin oder so. Kann aber auch die New York Times gewesen sein. Das war Putin beim Angeln mit Prinz Albert. Prinz Albert ist auf dem Foto nicht drauf. Er ist wahrscheinlich weiter unten, weiß man nicht genau. Ne? Prinz Albert, der auch, ich meine, verheiratet ist der nicht. Also, es ist was los. Es ging in diesem Jahr immer nur um das eine. Ja, gut, das Bild ist natürlich auch ein besonders eindrücklicher Beweis. Nicht? Das sieht ja schon toll aus, wie ihm da so die Angel aus dem Unterleib wächst. Nicht? Ein richtiger Herrscher. Der heroische Blick in die Ferne. Nicht? Wohin guckt Putin? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich versucht er rauszukriegen, wer da an seiner unglaublich langen Route zerrt. Nicht? Schon beeindruckend. So ist die Weltpolitik heute. Mit dem Bild eines Denkers kommen sie nicht weit. Aber mit nackten Titten, nicht? Das ist ja Minimum Käppchengröße B, was der da hat. Ne? Oben ohne, man kann nur hoffen, dass die Merkel da nicht nachzieht. Ja. Puh. Ich finde den Putin so ein bisschen, aber so war dieses Jahr, nicht? Überall Sex, alle wollen nur das eine, nicht? Die beiden hier, doch auch, nicht? Das sind sexy Männer. Denn Macht ist sexy. Das sind die Ministerpräsidenten der beiden Koreas. Der Rechte ist nicht Klaus-Jürgen Wussum. Ja. Das sind Kapitalist und Kommunist auf einem Bild. Eine Sensation, dass man überhaupt wieder miteinander spricht. Nordkorea öffnet sich nicht direkt aus Menschenliebe, sondern weil es der Sozialismus wieder mal nicht hinkriegt, Nahrungsmittel zu besorgen. Das wird ja bei uns auch gerne vergessen, wenn so über die Gemütlichkeit der DDR gesprochen wird. Wie schön das war, mal eine Südfrucht zu bekommen nach 28 Jahren Wartezeit. Also in Nordkorea brechen jetzt, genau wie in der DDR damals, die Innenstädte zusammenzufressen, gibt's auch nichts mehr, weil da schon so lange die Linkspartei an der Macht ist. Also deren Linkspartei. Heißt sie da Linkspartei? PDS? SED? Keine Ahnung. Das wählt ja auch ständig. Nicht? Wie ist überhaupt links? Ich meine, ist Sozialismus links? Das haben wir ja auch bei uns das Problem, dass das ganze politische Spektrum
ein Kreis ist und dass ganz links und ganz rechts praktisch unten wieder zusammenstoßen, wenn Oskar Lafontaine über Fremdarbeiter spricht. Ne? Oder die Parteitage der Nazis hätten da auch in Nordkorea stattfinden können oder in der DDR. Die hatten auch so ein Faible da für Aufmärsche, Militärparaden. Und Sozialismus gilt ja auch bei uns wieder als gemütlich. Wie hat unser ehemaliger Tatortkommissar Peter Sodan so hoffnungsvoll erklärt, das Experiment DDR wird irgendwann weitergeführt. Oder so ähnlich, hat er gesagt. Da hat er möglicherweise recht. Ich glaube allerdings nicht, dass sich dann nochmal nach 40 Jahren eine Volkswirtschaft findet, die den Schaden bezahlt. Ja. Aber egal. Das ist ja verdammt teuer geworden damals. Deswegen war ja Oskar Lafontaine damals auch so dagegen, als es um die Einheit ging. Und jetzt ist er Vorsitzender der PDS, beziehungsweise der Linkspartei. Wer hätte das gedacht? Ne? Oskar ist der Erich Honecker des 21. Jahrhunderts. Kann man das so sagen? Nein, das kann man so nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Aber der Sozialismus lebt, nicht? Das haben wir in diesem Jahr gelernt und Oskar freut sich. Ja? Wobei auch für Oskar nicht alles gut war in der DDR. Da haben zum Beispiel erheblich mehr Frauen gearbeitet als bei uns. Und das ist ja für Oskar, nicht? Frauen und Arbeit, da hat das nicht so mit. Beziehungsweise seine Frau hat ja auch gesagt, das war glaube ich im Sommer, wo Oskars Frau plötzlich gesagt hat, was hat sie gesagt, dass Frauen bei den Kindern gut aufgehoben sind, hat sie gesagt. Stimmt ja auch. Irgendwo müssen Kinder ja hin. Und da bieten sich ja Frauen an. Männer auch. Aber Frauen auch. Ne? Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Oskar Lafontaine jetzt mit Eva Herrmann zusammen ist, oder? Ne, die ja auch, oder? Ist es? Ne? Eva Herrmann hat doch auch gesagt, es war nicht alles schlecht. Wo auch immer. Ne? Bei den Nazis sollten die Mütter ja in erster Linie dazu dienen, Kanonenfutter herzustellen. Also ein Kind für die Westfront und eins für die Ostfront. Und da meinte Eva Herrmann, ja, was meinte sie eigentlich? Das ist ja bis heute nicht so richtig klar geworden. Ne? Sie meinte, glaube ich, dass die Autobahn eine gute Idee war. Oder? Ich glaube, das hat sie gesagt. Ne? Beziehungsweise heute noch benutzbar. Und da hat sie recht. Jetzt, wo es keine Ostfront mehr gibt und keine Westfront, also wo die Autobahnen nicht mehr in erster Linie für Panzer gedacht sind, da kann man auch wieder Kinder kriegen, weil der Staat ja immer noch Soldaten braucht. In Afghanistan, ne, wo die Taliban sind. Die haben ja auch noch eine Vorstellung von Familie, die Frau Herrmann entgegenkommt. Das ist ja bei uns von den 68ern abgeschafft worden, dass man Frauen nicht mehr schlagen darf und dass Schwule nicht mehr ins Lager müssen und so. Das ist in Afghanistan alles noch wie bei uns vor 68, ne, oder vor 45. Ne, da geht das noch. Ne, vielleicht können wir da statt der Bundeswehr mal Eva Herrmann vorbeischicken. Eine blonde Küchenfee. Dass man irgendwann in Afghanistan sagen wird, es war nicht alles schlecht, was aus dem Westen kam. Ne? Ne? Auch im Nahen Osten, muss man dazu sagen, schreitet die Modernisierung unaufhaltsam voran. In Saudi-Arabien zum Beispiel. Durfte in diesem Jahr, das ist kein Scherz, das ist wirklich wahr, in Saudi-Arabien durfte in diesem Jahr zum ersten Mal eine Frau Auto fahren. Ja, aber bitte! Ist doch wohl ein Applaus wert. Eine Frau durfte selbst am Lenker sitzen, zum ersten Mal in Saudi-Arabien, allerdings erst nach einer Geschlechtsumwandlung. Kein Scherz. Kein Scherz. Großartig. Auch im Iran sind die Familienwerte noch wie früher, im Grunde wie vor 1000 Jahren. Man könnte den Iran insofern auch das 1000-jährige Reich nennen, wenn das nicht schon die Nazis gemacht hätten. Ja? Und wie der deutsche Führerstaat strebt ja auch der Iran nach Atomwaffen, glaubte man zumindest lange Zeit das Jahr, aber bis in den November rein, bis plötzlich die US-Geheimdienste gesagt haben, doch nicht, oder wenn, dann nicht gleich, erst morgen oder irgendwann. Das zog sich ja durch das ganze Jahr irgendwie. Die Frage, was ist denn jetzt nun da los? Was machen die da im Iran? Und wir haben
einen Experten gefragt. Natürlich sagt der Iran, wir wollen die Atomenergie friedlich nutzen und baut nebenbei schon an den Raketenabschussrampen, reichert Uran an. Man nennt Iran ja nicht umsonst das Land der strahlenden Ziegen. Aber sollte man nicht auch immer an das Gute im Menschen glauben? Ich meine, vielleicht wollen die auch Atombomben friedlich nutzen. Ich weiß nicht, wozu man sowas gebrauchen kann. Ich habe auf jeden Fall gedacht, du musst dir selber ein Bild machen. Und ich bin hingefahren. Ich wollte es einfach mit eigenen Augen sehen. Schon das Bordprogramm im Flugzeug erinnert einen irgendwie an den 11. September. Und man spürt das mit einer Reise in eine andere Welt. Überall hängen diese Herren hier rum, die eine gewisse atomare Seriosität ausstrahlen. Da auch, der sieht doch nett aus, oder? Würde so einer Atomwaffen bauen? Oder die Gestalten, die hier rumlaufen, das sollen Atomwissenschaftler sein? Glaube ich nicht. Mit der Frisur? Nee. Gut, wer weiß schon, was auf so einem Bazar alles verkauft wird. Vielleicht auch angereichertes Uran. Was haben die da zum Beispiel? Was haben die da in der Tüte? Oder was ist in den Kisten hier? Wenn das stimmt mit den Atomwaffen, dann muss doch da irgendetwas zu finden sein. Irgendwie, weiß ich nicht, atomares Material oder so. Das gibt's doch da bestimmt an jeder Ecke. Ich habe mich umgeschaut, mit wachem Blick, offenen Augen. Und plötzlich bemerkt man technische Einrichtungen überall, alles vernetzt. Was geht vor hinter diesen Mauern? Was ist das alles? Hier zum Beispiel, was lagern die hier? Da, unten, hier mitten im Bazar von Shiraz. Ich meine, das sieht ja alles sehr anheimelnd aus, aber wozu dienen diese Wasserkanäle hier? Kühlwasser? Oder was ist das hier? Seltsame Maschine. Und, was strahlt hier so komisch grün? Was ist das hier, was so aussieht wie Getreide? Ist das Plutonium? Ah, ich war total angespannt. Ich wollte einfach wissen, wie weit ist der Iran mit der Atombombe? Sind die noch in der Bastelphase? Schrauben die schon oder wird da schon dran geklebt oder so? Man weiß es ja nicht. So viele Unwägbarkeiten. Was zum Beispiel steht auf diesem Schild? Warum ist hier Sperrgebiet? Was sieht man hier? Was ist das? Eine getarnte Moschee? Was wird hier gedealt? Teppiche. Gut, das ist jetzt... Überhaupt besteht dieses Land eigentlich ja hauptsächlich aus Teppichen. Möglicherweise atomar betrieben, aber Teppiche. Ja. Und was steckt dahinter? Teppiche. Jo. Aber Atomtechnik? Naja, vielleicht hier. Was ist das denn? Das sieht doch aus wie ein Reaktor. Na klar, das sind doch Brennstäbe da. Das ist der Heizkreislauf hier. Und da kommt das Brot raus. Und da war mir plötzlich schlagartig klar, die machen gar keine Atomwaffen, die machen Brot. Das ist das iranische Programm Brot statt Böller. Gute Sache. Es ist nicht alles schlecht im Iran. Ne? Wie auch bei den Nazis nicht alles schlecht war. Ne? Das Wetter zum Beispiel. Da war oft schönes Wetter. Oder die Kunst, wenn man dem Kölner Erzbischof glaubt. Und der ist ein ausgewiesener Fachmann in Sachen entarteter Kunst. Dann war die Kunst damals, irgendwie volkstümlicher, glaube ich. Und das hat jetzt auch mal der Kardinal Meißner lobend festgestellt, als am Kölner Dom diese neuen Fenster eingeweiht wurden, da von Gerhard Richter. Und das ist vielleicht... der größte lebende Künstler überhaupt, großartiger Maler. Leider malt er nur ganz wenig Madonnen. Er hat mal eine Verkündigung gemalt, aber ist nicht sein Hauptthema. Und das kann der Kardinal Meißner gar nicht verstehen. Und deshalb hat er gesagt, dass die neuen Fenster im Dom gar nicht schön sind, weil, wo die Kultur von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet. Das ist unglücklich formuliert. Ja. Und natürlich ist Entartung der Kunst ein Begriff, den die Nazis geprägt haben, aber darf man ihn deswegen nicht mehr verwenden? Was will uns Meißner denn sagen? Dass bei den Nazis nicht alles schlecht war. Und das stimmt doch, das Wetter war besser. Die hatten noch keine Klimakatastrophe. Obwohl der Zweite Weltkrieg auch fürs Klima nicht gut war. Also man kann sagen, es war auch nicht alles gut im Dritten Reich. Stimmt ja auch. 20 Millionen Tote am Ende sind ja kein Pappenstiel. Das war ja unschön mit dem Zweiten Weltkrieg und so. Hat Frau Herrmann dann ja auch festgestellt, dass nicht alles gut war.
Nicht? Die Autobahnen zum Beispiel, die waren schlecht. Die hätte man besser gleich dreispurig gemacht. Zumindest am Kölner Ring. Nicht? Ja, das meine ich auch. Oder komm. Vierspurig. Ich tue noch einen drauf. Am Kölner Ring ist übrigens am 5. Oktober ein Kieslaster umgestürzt. Ich wollte ich nur sagen, weil es ja ein Jahresrückblick und da sollte alles mal erwähnt werden. Ja. Was war noch? Einige hat der liebe Gott zu sich genommen in diesem Jahr, wobei da Gestalten dabei waren, wo man sich fragt, was will er mit denen? Ja. Hoffentlich setzt er Hans Filbinger nicht als Richter ein beim jüngsten Gericht. Ne, Boris Jelzin ist tot. Sollte es in ihrer Gegend stark nach Wodka riechen, das kommt möglicherweise von oben. Ne. Pavarotti, tot. Ein harter Schlag für das nudelproduzierende Gewerbe. Ne. Harry Potter am Ende, nach dem 7. Band, Feierabend. Ne, für viele Buchhandlungen, boah, ganz schlimm. Und für Leser erst. Viele stehen ja jetzt völlig überrascht in der Buchhandlung und denken, guck mal, da sind ja noch andere Bücher. Was nehme ich da? Ist ja auch so ein Durcheinander. Nehme ich mal ein rotes Buch mit blauen Streifen oder ein kanariengelbes mit Goldschnitt für die feierliche Lesestunde. Viele haben sich ans Lesen gewöhnt durch Harry Potter. Die müssen sich jetzt was anderes suchen. Und wenn Sie da überfordert sind, mein Lesetipp für 2008 von Heinz von Milzbrand, psychosoziale Artefakte und sozialhistorische Implikationen in der etruskischen Skulptur des 7. vorchristlichen Jahrhunderts. Ist auch schon. Oh, prima. Ja, aber... der ist noch weg. Klaus-Jürgen Wusso ist von uns gegangen. Ah, das war ja, am Ende war es ja schlimm um ihn bestellt, nicht? Der Alkohol. Ein Freund von mir hat in dem Krankenhaus gearbeitet, wo er zuletzt gelegen hat, wo auch so die ganzen Alkoholkranken lagen und Lebertransplantationen werden da gemacht und so. Ganz schlimm, wenn der erzählt. Also, boah, da gibt's Gestalten. Noch eine Stunde vor der Operation hauen die sich den Schnaps in den Kopf. Ne? Naja. Und er sagt, die Patienten sind kaum besser. Ne? Ja, das könnte... Ja, das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Professor Brinkmann ist tot. Ne? Und es war ein solcher Streit da um seine Beerdigung, wo er jetzt liegen soll. Wien, Berlin oder doch in Sascha Hinz Tiefkühltruhe. Ne? Das war... Es gab ja ein Testament und Wusso wollte ja wohl selber, wollte er wohl verbrannt werden oder in Brandwein eingelegt oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und die Witwe hat ja gleich in der Bildzeitung erklärt, nein, soweit kommt es noch, dass er selbst nach seinem Tod noch seinen Willen durchsetzt. Und was jetzt daraus geworden ist, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, ausgestopft haben sie. Ne? Keine Ahnung. Jedenfalls wird es in allen Details, ging das da durch die Zeitung. Da war noch gar nicht unter der Erde, da war die Witwe schon in der Bildzeitung in tiefer Trauer, weil er war ja wohl auch pleite am Ende. Und da macht es keinen Spaß, Witwe zu sein. Ne? Die Witwe Wusso, 48, steht in der Zeitung immer daneben. Da ist sie rechts. Ja. 48, glaube ich, ist aber die Kleidergröße, nicht das Alter, oder? 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 Ja. Doch, ich glaube, es ist das Alter, aber es ist ein Zahlendreher. Ne? Jedenfalls war das für mich das Sommermärchen 2007. Nicht so schön wie 2006 das Sommermärchen, aber so ist das ja ein Märchen. Das ist nicht immer schön. Da gibt's auch mal Tote, eine Hexe, ne? Es war ja teilweise so, dass man sich fragte, ob die Witwenverbrennung in Indien nicht da... Ja, es ist nicht alles schlecht im Hinduismus. Ne? Wer ist noch von uns gegangen? Edmund Stoiber ist von uns gegangen. Ne? Oh, das hat ja auch vielen wehgetan. Ne? Für viele Parodisten war Stoiber ja die Rettung, nachdem Kohl weg war. Es gab ja in Deutschland Minimum, also mindestens 20 Kohl-Parodisten, die mit der Imitation des Kanzlers mehr Geld verdient haben als der Kanzler selber. Und die haben die letzten Jahre ja praktisch nur durch Stoiber überlebt. Ne, diese, ich kann das ja nicht. Aber ich meine, eins muss man ihm lassen. Stoiber war der Einzige, dem es nie um Sex ging. Wer im Interview erzählt, dass er seine Frau Muschi nennt. Und dann, Moment, und dann auch nicht mal weiß, worüber die Leute lachen.
Hey, ich meine, er war schon ein bemerkenswerter Ministerpräsident. Er hat es ja aus Franz Strauß Rektum, nein, Moment, aus seinem Rektorat. So, also aus Franz Strauß heraus sozusagen, beziehungsweise unter ihm ist Stoiber Ministerpräsident geworden, was in Bayern nicht so schwierig ist, weil der Ministerpräsident da ja nicht gewählt wird, sondern ernannt. Beziehungsweise die CSU ernennt ihn und dann sagt das Volk, ja okay, passt schon. Außer bei Beckstein. Jetzt, ne? Bei dem war das ja jetzt anders. Ne? Da war ja richtig Krach. Ne? Verwirrtes, das war ja spannend, oder? Beckstein, Seehofer, Frau Pauli. Ne? Sie kennen Frau Pauli? Ne? Auch wieder so ein Fall. Latex-Pauli. Ne? Bis vor wenigen Jahren wusste man doch gar nicht, dass in der CSU Fälle von Sexualität existieren. Jetzt hört man plötzlich auch da. Es geht nur noch ums eine, erst der Seehofer, ne? Der Beckenbauer der CSU. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Zack, schon ist die Hose auf, ja. Hey, na komm. Hey. Freundin geschwängert, ne? Hat sie dann aber anständig sitzen lassen. Das ist im Sinne der CSU eine saubere Lösung. Sex ja, aber gern auch mal aus ordnungspolitischen Gründen in der Familie. Was ja bei uns für viele eine Horrorvorstellung ist. Und bei Seehofer war aber alles sauber. Geknallt, schwanger, weg. Ja. Ne? Aber das ist in Ordnung. Ne? Aber dass eine CSU-Landrätin in Latexklamotten auftritt. Ne? Haben Sie die Fotos gesehen von Frau Pauli? Wow. Ich muss dazu sagen, Frau Pauli findet die Fotos nicht mehr schön. Und sie möchte nicht mehr, dass die gezeigt werden. Deswegen haben wir das Latex-Foto nachgestellt. Ja, das Original war meines Erachtens noch brisanter. Ja. Bei einer Frau, die nicht in der CSU ist, hätte man geradezu von Erotik sprechen können. Na, aber Frau Pauli ist eine moderne Politikerin. Ja, sie weiß, Politik ist Unterhaltung. Deswegen verlangt sie da auch eine Gage. Sie soll ja 30.000 Euro für ein Interview verlangt haben. Nicht? Dafür erzählt sie dann aber auch lustige Sachen. Fordert sie zum Beispiel eine zeitliche Begrenzung der Ehe auf 7 Jahre. Sicher, das ist jetzt nicht so durchdacht. 7 Monate, okay. Ja. Oder 7 Tage, aber vom Unterhaltungswert war es doch okay. Ja. Und für 30.000 Euro kann man ja nur auch ein bisschen was verlangen. Stellen Sie sich vor, die würde einfach nur sagen, was sie an ernsthaften Ideen hat. Das wäre für den Geldbetrag definitiv zu wenig. Ja. Naja, jedenfalls ohne Frau Pauli wäre Beckstein heute immer noch nicht Stoiber. Und Stoiber wird jetzt in Brüssel weiter stammeln. Bei der EU. Das wird schwierig für die Dolmetscher. Es war ja sein Markenzeichen, ja. Er sollte seinen Worten so eine Art Nachdenklichkeit verleihen. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass die Leute dann glauben, er würde über das Gesagte nachdenken. Ja? Er hat ja einen profunden Wortschatz, durchaus. Das wissen viele Leute gar nicht. Weil so ist es halt mit Schätzen. Sie sind oft schwer zu finden. Stoiber hat ja selber 3 Kinder, alle mit der eigenen Frau. Wobei meine Theorie ist, das war Pollenflug. Also, in Bayern, ja. In Bayern ist ja sowieso alles so ein bisschen landwirtschaftlicher, katholischer halt. Als strenger Katholik hat man ja zur Sexualität ein anderes Verhältnis oder zur Sünde überhaupt. Am 24. April dieses Jahres, für mich die absolute Spitzennachricht des Jahres, hat ja deshalb ausgerechnet ein Bayer offiziell die Vorhölle für ungetaufte Kinder abgeschafft. Das ist großartig, oder? Für mich wirklich ein absoluter Höhepunkt. Die Vorhölle gibt es nicht mehr. Da kann man rein, wenn man vor der Taufe starb oder vor Christus gestorben ist. Aber man war trotzdem gut drauf. Nicht? Dann kann man zwar in die Hölle, aber nur in den äußeren Kreis. Also die sogenannte Vorhölle, das müssen Sie sich vorstellen, das ist so Heizstufe 2 mit Umluft. Ja? Und das wurde jetzt abgeschafft durch einen Deutschen. Das ist doch großartig. Wir sind wieder wer, nicht nur im Diesseits. Ne? Jetzt denken Sie, wer sowas erzählt, der hat's doch nicht mehr alle. Der ist wahrscheinlich in einer geschlossenen Anstalt. Da haben Sie recht, der sitzt im Vatikan. Der Mann. Und der Mann ist Papst, das ist kein Scherz. Ich meine, da sieht man mal, was der Mann für einen Einfluss hat, dass er sogar auf die Architektur von Himmel und Hölle Einfluss nehmen kann. Zumindest glaubt er das.
Wenn Sie so etwas auch glauben, erzählen Sie niemandem davon. Wenn man bei solchen Äußerungen keine 2000 Jahre Tradition im Rücken hat, wird man ruckzuck eingeliefert. Aber wenn man von Psychologie was versteht, weiß man ja auch, solche Allmachtsfantasien sind doch im Grunde nur Ausdruck des fallisch aggressiven Machtanspruches des Mannes, also Sinnbild der Verwandtschaft von Sexualität und Dominanz, begründet in der männlichen Sehnsucht nach Autonomie vom weiblichen Erreger, oder anders gesagt, geil sind sie doch alle. Das sind doch, ja. Alles unterdrückte Triebe, es brodelt überall. 2007 war das Jahr der Sexualisierung, selbst in Polen. Wo man ja denkt, das ist katholisch, vergisst sie es. Alle denken nur an Sex. Eva Sowinska zum Beispiel, die kennen Sie jetzt vielleicht nicht, aber in Polen kennt man die. Die kann nicht mal Kinderprogramm gucken, ohne sexuelle Hintergedanken. Und da kam sie mit der Meldung raus, Vorsicht, Tinky Winky, Sie kennen Tinky Winky? Von den Teletubbies? Haben wir ein Bild? Nee. Ah, das sind nicht die Teletubbies. Das sind ja fünf. Nein, das sind die Spice Girls. Die sind auch wieder zusammen. Was für ein Glück. Ich muss sagen, ich stehe so ein bisschen, stehe ich auf Posh Spice. Hier. Nee, das ist Tinky Winky. Genau. Und der soll schwul sein. Wegen der Handtasche. Hat Eva Sowinska aus Polen von offizieller Seite verlauten lassen. Jetzt denken Sie, die ist bekloppt. Nein, das war die Kinderrechtsbeauftragte der polnischen Regierung, wobei das eine das andere offenbar nicht ausschließt. Klar, wir alle wissen, Schwule erkennt man an den Antennen am Kopf. Ja. Hart angeschwollene, feste, dicke Antennen. Deswegen große Diskussion in Polen. Was? Die Teletubbies schwul? Nicht, man muss dazu wissen, dass in Polen viele Menschen glauben, schwul sein wäre sowas wie Masern, nur ohne Ausschlag. Angeblich soll ja selbst Kaczynski selber kurzzeitig mal unter dieser Krankheit gelitten haben. Nee, früher. Ja, der, jetzt sind die Kaczynski-Brüder ja anders drauf. Da haben wir auch da. Aber das scheint doch ein Trend zu sein, dass man zum Regieren kein Gehirn mehr braucht, sondern nur noch sexuelle Fantasien. Ja, aber warum sollen Politiker besser sein als ihre Wähler? Früher las der Wähler wenigstens mal ein gutes Buch. Aber schauen Sie sich doch mal an, was er heute macht. Heute guckt der Wähler Fernsehen. Ne, und was da läuft, ist doch klar, dass man da am Ende völlig gaga ist. Ich gucke ja normal kein Fernsehen, aber ich habe eine Ausnahme gemacht. Einmal ein ganz normaler Abend im deutschen Fernsehen im November 2007, eingedampft auf 2 Minuten. Ja, ich habe mich da teilweise auch wiedererkannt. Meine Großeltern haben ja nach dem Krieg auch immer gesagt, die haben von nichts gewusst und so argumentiere ich jetzt, selbst wenn es ums Fernsehprogramm geht. Ich habe gedacht, das geht nicht. Du musst Fernsehen gucken. Und ich habe das gemacht. Das war so ein Selbstversuch. Und es war... Kann mir mal einer erzählen, was hier los ist? Isabella hat Game One, wieder da, Männchen. Das Problem ist, die meisten Zuschauer gehen jetzt so allmählich ins Bett. Und neues Schlafzimmer jetzt. Das auch noch. Gibt's als Bonus oben drauf. Ich verspreche Ihnen, danach spielen wir was anderes. Sag mal, viele behaupten hier, er ist ein bisschen... Meine Mutter würde sagen, gay. Achtung, die Klinge geht hinein und heraus kommt die Frucht. Hier kam ein Leid, zu scharf wirst du uns schlagen. Das war unser wichtigstes Grundnahrungsmittel im Markt, das Bier. Ja, derweil füllen die Bonzen aber in Geld. Zum richtigen Zeitpunkt. Oh, er hat mich wahrscheinlich Und bleiben Sie uns treu. Und Ja.
Und bis zum Nest. Bis bald und gute Nacht. Was war noch dieses Jahr? Das Wetter war schlecht. Außer im April, oder? Erinnert sich einer noch an den April? Es war großartig, oder? Da habe ich oft am Fenster gestanden und habe gedacht, wenn das die Klimakatastrophe ist, wie lange muss ich um den Block fahren, damit das so bleibt? Der Rest des Jahres war ja schlimm. Kaum hatten sich da die führenden Politiker der Welt in Heiligendamm getroffen, um über das Klima zu reden, schon fing es an zu schiffen. Wobei man darüber keine Scherzen machen sollte, es wird schlimmer. Der Meeresspiegel steigt ja schon, der war ja früher so niedrig, da macht man sich ja heute gar kein Bild mehr von. Der war ja vor 10.000 Jahren, war England noch mit dem Festland verbunden, weil die Nordsee 80 Meter tiefer war. Ist kein Scherz, wirklich wahr. Da war England praktisch ein Teil Europas. Da hätten die theoretisch an einer Fußball-Europameisterschaft teilnehmen können. Theoretisch. Ja. Oder Venedig. Venedig lag ja vor 10.000 Jahren noch 80 Meter über Meeresspiegel. Kein Scherz. Das muss schlimm gewesen sein damals. Jeden Abend da die Gondeln den Berg rauftragen und so. Und deshalb war das Klima Thema des Jahres. Und der Aufschwung. Was viele gar nicht wissen ist, noch nie in der Geschichte hatten so viele Menschen in Deutschland eine Arbeit wie in diesem Jahr. Für viele ist das ärgerlich, denn eigentlich brauchen die Menschen ja gar keine Arbeit, sie brauchen ja Geld. Das Problem ist, dass das ohne Arbeit schwer zu beschaffen ist. Nicht zuletzt aufgrund der Reformen der letzten Jahre, die Arbeitslosigkeit unbestritten erheblich unangenehmer gemacht haben. Das ist nicht schön, weshalb ja viele die Reformen zurückdrehen möchten. Alle sind sich einig, die Globalisierung muss weg, ja, weil Globalisierung war schön, solange die dritte Welt für uns gearbeitet hat, für ein Appel und ein Ei. Und jetzt wollen die plötzlich mitmachen. Die Chinesen kaufen unser Öl, unsere Milch. Was soll das denn? Deshalb sagen viele, dass alles wieder werden soll wie früher. Zurück in den Nationalstaat, dann kommt wieder die Stereoanlage von Nordmende. Im Winter gibt's nur noch Kohl und keine Südfrüchte. Und ab und zu ist halt mal wieder Krieg, wie es früher war. Ne? Wer es mag. Man hat sich ja in diesem Jahr ohnehin oft gefühlt wie früher. In der guten alten Zeit. Es gab Aufschwung, Arbeitskämpfe, Streik. Nicht? Streik an sich ist ja was Lustiges. Ne? Erwachsene Menschen laufen in Plastiktüten rum und blasen in Trillerpfeifen. Da fehlen ja zum Kindergeburtstag eigentlich nur noch Negerküsse und Topfschlagen. Und auch die Verhandlungen, wie im Kindergarten. Man könnte sich ja auch wie erwachsene Menschen zusammensetzen und sagen, ihr wollt, wir wollen, und dann einigt man sich, aber es ging nicht. Der Verhandlungsführer, der Lokführer zum Beispiel, der Herr Schell, der musste ja in Kur. Das ist kein Scherz. Ein Riesenstreik und der Verhandlungsführer geht in Kur. Und nicht, weil er krank wäre, sondern weil er noch Anspruch hatte auf eine Kur. Da dauerte alles natürlich etwas länger. Auf sowas würde ich als Komiker nicht kommen. Prozent Lohnzuwachs waren angedacht. Gut, dass Lokführer zu wenig verdienen. Ich glaube, das ist unstrittig. Aber wenn eine Gewerkschaft 30% mehr fordert, muss sie sich fragen lassen, was sie in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Nix. Wahrscheinlich war sie in Kur. Dagegen war der Streik bei der Telekom ja ein richtiger Spaß, muss ich sagen. Da habe ich mich echt amüsiert. Ich habe im T-Punkt habe ich einen Zettel bekommen, da hat sich die Telekom für den eingeschränkten Service entschuldigt. Das fand ich gut, muss ich sagen. Wobei ich da zwei Fragen hatte. Erstens, was für ein Service? Und zweitens, wenn ein eingeschränkter Service während des Streiks möglich ist, warum gibt es dann nicht auch den Rest des Jahres wenigstens eingeschränkten Service? Egal.
Ich glaube, wir sind uns einig, der Bahnstreik war schlimmer. Wieso wurde dieses Jahr eigentlich überall da gestreikt, wo schon ohne Streik nichts geht? Ich hatte ja die Hoffnung, wenn die Lokführer streiken, kriegen die vielleicht mal Ordnung in den Fahrplan. Nix. Passend dazu kam dann auch gleich diese Studie, dass Bahnfahren gar nicht so umweltfreundlich ist, wie man immer gedacht hat. 5 Liter angeblich ja pro Person auf 100 Kilometer, das heißt zu zweit im Auto wäre im Grunde schon besser. Wobei ich glaube, am allerbesten ist, zu Hause luftdicht einmauern. Das ist klimafreundlich. Und auf Rindfleisch verzichten. Rindfleisch ist schlimm. Regenwald wird vernichtet für Weideflächen, für Anbau von Futtermaterial. Rinder furzen Methangas. Ist kein Scherz. Methangas ist zigmal so schlimm wie CO2. Rinder furzen weltweit 2 Milliarden Tonnen Methan im Jahr. Da können Sie mit dem Auto den ganzen Tag um Block fahren. Das ist umweltfreundlich, wenn Sie währenddessen kein Rumsteak essen. Ja, und am besten... Komm. Am besten bewegt man sich gar nicht mehr. Es haben sich ohnehin viel zu viele Leute bewegt dieses Jahr, haben den Mund aufgemacht. Kiefer rauf und runter, schon war es zu spät. Da ist nicht nur CO2 raus, sondern auch Worte. Und nix heizt das Klima so sehr auf wie Worte. War das eine Aufregung, nicht? Als sich Bundespräsident Köhler mit Christian Klar treffen wollte, diesem RAF-Terroristen da. Nicht? Nur um ein bisschen zu reden, um mal zu gucken, wie das gehen könnte, so mit Begnadigung und so. Riesenaufregung. Warum? Das ist ein gebrochener Mann, der seit 25 Jahren praktisch keinen Kontakt mehr mit normalen Menschen hat. Warum soll sich der Klar mit dem nicht unterhalten? Am Ende wurde auf Begnadigung verzichtet, Köhler muss weitermachen. Ne? Schäuble auch, unser Innenminister, wo man ja lange Zeit dachte, der Schäuble tut ja alles, um da irgendwie rauszukommen. Ne? Schäuble war ja ein bisschen hyperaktiv dieses Jahr, oder? Terrorparanoia machte sich da breit. Nee, im Grunde liefen seine Pläne ja darauf hinaus, dass jeder präventiv erschossen werden soll. Beziehungsweise kann oder muss, das war noch strittig. Ne? Wer einen Terrorverdächtigen sieht, sofort, buff, nee, und verdächtig sind wir alle. Vor allem seit wir wissen, islamische Terroristen sitzen ja nicht nur in pakistanischen Erdlöchern, sondern hier bei uns in Ulm und heißen Fritz und Daniel. Das war ja ein Ding, nicht? Konvertiten. Das sind Leute, die sind übergetreten vom Katholizismus oder Protestantismus oder Hospitalismus zum Terrorismus. Nee. Ja, man muss ja heute flexibel sein. Ja, und da muss man realistisch überlegen, wer braucht in einer freien Marktwirtschaft noch Katholiken? Aus der katholischen Kirche treten ja auch alle aus. Die mussten ja Standorte schließen, nicht die Vorhölle dicht gemacht. Nicht? Aber Terroristen? Ne? Terroristen werden immer gesucht. Ne? Terroristen aus Ulm neuerdings. Ausgerechnet Schwaben. Rheinländer hätte ich ja noch verstanden, weil der Rheinländer ja eh so ein polternder Typ ist. Ja. Aber Schwaben, komisch, ne? Weil ich meine, so eine Bombe macht doch auch Dreck. Ne? Egal. Wenn ich Schäuble richtig verstanden habe, will er da was machen. Was genau, habe ich dann auch irgendwann den Überblick verloren. Ich glaube, irgendwie erst wollte er Flugzeuge abschießen, dann wollte er Konvertiten in ein Flugzeug setzen, um es abschießen zu können. Ich weiß es auch nicht mehr. Konvertiten, es war das Jahr der Konvertiten. Britney Spears. Konvertiert vom Popstar zum, ja, was ist das? Aufgedunsen, Drogen zerfressen. Sie wirkt ein bisschen, als hätte sie gerade die Tour de France gewonnen. Wie ich jetzt auf Jan Ullrich komme, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Also Konvertiten, genau, der ist ja auch übergetreten, vom Radsportler zum, ja, was ist der jetzt, Apotheker, glaube ich. Er behauptet ja bis heute, dass er nichts genommen hat. Und er glaubt das wohl auch, was beweist, dass das Zeug gefährlich war. Wer weiß, was die Radfahrer alles genommen haben. Ausdauerfördernde Mittel, also sowas wie Viagra. Und als Zuschauer denkt man ganz naiv, das Fahrrad hat eine Stange. Nein! Ne, ich habe das Gefühl, in Deutschland alle sind gedopt, selbst der Steuerzahler. Ne, was der einzahlt, das ist doch nicht normal. Ne, zur Erinnerung, wir hatten ja Anfang des Jahres eine Mehrwertsteuererhöhung. Ist eigentlich irgendjemand auf die Idee gekommen, man könnte die mal zurücknehmen aufgrund der gestiegenen Einnahmen? Nö, ne? Ah, irgendwie ist ja immer Verwendung für die Kohle. Ne?
Die Politiker wissen ja jetzt gar nicht mehr, wohin mit der Asche, aber die werden mit Sicherheit eine Verwendung finden, nicht? Da haben sich erstmal eine Diätenerhöhung gegönnt, ist auch gut. Ne? Denn was nichts kostet, ist auch nichts. Das meine ich ganz ernst. Für das Geld, was unsere Politiker verdienen, bekommt man keine kompetenten Mitarbeiter. So ein Manager ist doch ganz andere Beträge gewöhnt. Und Manager ist ja im Grunde wie Politiker. Man trägt weitreichende Entscheidungen ohne Risiko. Wenn ein Manager Scheiße baut, kriegt er noch ein paar Millionen hinterhergeschmissen. Also, wenn ich gut bin im Scheiße bauen, wo gehe ich hin? In die Privatwirtschaft, ist doch klar. Ne, Manager sein ist doch super. Unternehmer haben es schwer. Ne, die machen ja viele keinen Unterschied. Das ist ein großer Fehler. Unternehmer müssen Gewinne machen, sonst sind sie pleite. Und wenn sie Gewinne machen, ist doch gut, sollen sie das Geld auch einsacken. Das Problem ist, die Entscheidungen bei uns werden ja nicht mehr von Unternehmern gefällt, sondern von Managern, Angestellten. Der eine sitzt im Aufsichtsrat des anderen, dann schieben die sich gegenseitig die Millionen zu. Das ist nicht freie Marktwirtschaft, das wird oft verwechselt. Das nennt man Korruption. Und in der Politik sitzen die, die das nicht hingekriegt haben. Gut, zum Teil sitzen natürlich auch richtig gute Leute aus Idealismus. Ne? Oder auch, weil sie für den ganzen Job keine Zeit haben. Ne? Ursula von der Leyen zum Beispiel hat ja 7 Kinder. Ne? Ist ja Wahnsinn, was die rausgehauen hat so über die Jahre. Und noch ein und noch ein und noch ein. Und irgendwann hat sie sich gesagt, ich würde nebenher gerne noch was machen. Und da ist sie in die Politik. Tolle Leistung. 7 Kinder. Eva Herrmann wird es bedauern, dass sie ihr das Mutterkreuz nicht mehr selber überreichen kann. Ne? Natürlich ist es nicht leicht, berufstätig mit 7 Kindern. Kein Wunder, dass sie da in letzter Zeit seltsame Ideen kam. Weil man kommt ja im Grunde schon mit 2 oder 3 Kindern nicht mehr dazu, in Ruhe nachzudenken. Mit 7, da schaffst du nebenher höchstens noch das Familienministerium. Und so kam das dann, dass sie Kinder zum Probekauf für Alkohol und Zigaretten losschicken wollte, was ja keine schlechte Idee war. Vielleicht sitzen da mal wieder mehr Parlamentarier im Bundestag, wenn sie die Kinder zum Fusel holen schicken können. Überhaupt haben ja einige die Orientierung verloren. Kurt Beck zum Beispiel auch. Der wusste ja teilweise gar nicht mehr, wo er war. Ne, links, Mitte, rechts. Ja. Kurt Beck war ja für mich insofern der Politiker des Jahres. Die Verkörperung der Demokratie. Er war ja eigentlich eher so ein Volkstümlicher, also alles andere als ein Linker in der SPD. Und dann hat er gemerkt, die Umfragewerte gehen in den Keller. Und dann hat er sich gedacht, wenn das, was ich denke, keine Stimmen bringt, dann muss ich dringend was anderes denken. Und das ist Demokratie, wenn sich der Wille der Wähler durchsetzt. Also wenn sich Politiker mit der eigenen Meinung gar nicht mehr aufhalten. Ne? Beck ist ein überzeugter Demokrat. Er sagt nicht nur, was der Wähler will. Nein, er glaubt auch, dass er das selber denkt. Das ist großartig, das ist modern. Ne? Bloß es darf nicht zu auffällig sein. Ein Politiker sollte immer noch mindestens so aussehen, als hätte er eine Meinung. Das ist Beck nicht wirklich gelungen, oder? Da war man bei der CDU ein bisschen weiter. Ja, auch da richtet sich die Meinung nach den Umfragen. Aber bei der CDU sind praktisch alle Meinungen erkennbar. Das hat man auf dem Parteitag gesehen. Nicht? Wofür steht die CDU? Für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, für konservativ, für modern, im Grunde für alles. Und das ist der Schlüssel. Wer keine Haltung hat, muss sie auch nicht verteidigen. Das alte Prinzip Kohl, wer sich bewegt, hat schon verloren. Sehr clever, finde ich, oder? Ja, da kann man praktisch alle Bewegungen mitmachen. Und momentan geht die Bewegung des Landes nach links. Die Linkspartei. Sehr erfolgreich. Ne? Klar, sie hat ein politisches Erfolgsmodell im Rücken. Das war die DDR. Und die DDR gilt ja heute als Erfolgsmodell, weil es da so gemütlich war. So gemütlich, dass man die Bevölkerung einmauern musste, beziehungsweise auf der Flucht erschießen. Beziehungsweise man ist sich da nicht mehr ganz einig. Gab es überhaupt einen Schießbefehl? Ne? Da hat man ja ernsthaft darüber diskutiert in diesem Sommer. Wahrscheinlich, weil man die, die tot im Zaun gehangen haben, nicht mehr fragen konnte. Die große Diskussion um den Schießbefehl, ja, das war im Spätsommer. Ja, ganz Deutschland stritt um die Frage, gab es in der DDR einen Schießbefehl oder wurde an der Grenze vielleicht auch nur aus Spaß geschossen oder als Freizeitbeschäftigung. Heute ballern die Kids am Computer rum, aber die Möglichkeit hatte so ein Grenzsoldat in den 80ern ja gar nicht. Was sollte er denn machen? Er saß in seinem Türmchen und musste warten, bis einer vorbeikommt. Und dann muss er noch hoffen, dass er nicht vorher auf eine Mine tritt. Die Frage war, gab es einen Befehl von oben oder konnte jeder Grenzsoldat selbst entscheiden, knall ich den Republikflüchtling ab
oder schieße ich daneben? Plötzlich wurde ja alles angezweifelt. Gab es überhaupt eine Mauer, überhaupt eine Grenze, eine SED? Ja, da habe ich noch bei der Linkspartei angerufen. Die wussten von nix. Und da habe ich mich entschlossen, du musst da selber hinfahren, selber nachgucken, selber forschen. Und da habe ich mir meine Kamera geschnappt und bin los mit dem Fahrrad zum Potsdamer Platz. Weil ich gedacht habe, Mensch, da ist doch das Zentrum gewesen, nicht? Da muss doch noch irgendwas sein. Spuren, irgendein Hinweis darauf, dass da was war, so ein Minenstreifen kann und nicht einfach verschwinden. Nicht? Aber da, nix, keine Mine, weit und breit. Und da habe ich plötzlich gezweifelt und habe mich gefragt, gab es überhaupt eine DDR? Bis ich plötzlich fündig wurde. Da, die Mauer. Aber, naja, sieht nicht besonders furchterregend aus. Hart, ja, aber bunt, nicht? Und auf die andere Seite zu kommen, ist auch nicht wirklich ein Problem, hoppla. Nee, das war offenbar alles gar nicht so schlimm. Die Mauertoten sind wahrscheinlich alle an Altersschwäche gestorben. Ja, ich würde eigentlich auch gern mehr über die Kanzlerin erzählen, aber leider war sie dieses Jahr so selten zu Hause. Ne, außer kurz beim G8-Gipfel, da war sie da. Und den Dalai Lama hat sie empfangen. Da war Herr China nicht begeistert. Jedenfalls große Diskussion mit Außenminister Steinmeier. Soll man als deutscher Regierungschef den Führer der tibetischen Buddhisten empfangen? Ja oder nein? Gut, dagegen spricht, das bringt in diesem Leben Ärger mit den Chinesen. Dafür aber gutes Karma, also Vorteile im nächsten Leben. Das ist gut. In der Politik wird viel zu selten vorausgedacht an das nächste Leben. Dabei, ich meine, der Mensch lebt 80 oder 100 Jahre, aber wie lange ist er tot? Es gibt Menschen, die sind schon 500 Jahre tot. Da muss man doch Vorkehrungen treffen. Auch wenn es der chinesischen Regierung nicht passt. Die waren so sauer, aber da kann man keine Rücksicht nehmen. Was haben uns denn die Chinesen schon zu bieten? 132C. Ente Kantonart. Aber was bietet uns der Chinese im Jenseits? Das ist doch der Punkt. Immer mehr kommt es ja weltpolitisch darauf an, dass man den Bürgern auch im Jenseits Perspektiven eröffnet. Ein Riesentrend der letzten Jahre, die Verjenseitigung der Politik, Stichwort Islamismus. Das begeistert die Menschen, wenn man ihnen sagt, hier ist scheiße, geht auch nach drüben. Ins Jenseits. Huff, schon sprengen die sich in die Luft. Da warten dann auf jeden Märtyrer 72 Jungfrauen. Und das ist es, was die Leute wollen. Es geht doch immer nur um das eine. Und da bietet der Islamismus eine attraktive Alternative. Und nicht nur im Jenseits. Auch bei uns, dass Männer zum Beispiel, wenn sie Druck haben, dass die da nicht vorher fragen müssen. Nee, Schatz, wie ist es? Ist auch schon wieder 3 Monate her. Nee, ich wollte nur mal fragen oder so. Das ist vielen lästig. Ja? Und im Koran steht ja in Sure 4, die Frau ist dein Acker. Geh auf deinen Acker, wann immer und wo immer du willst. Im Iran gibt es keine Migräne. Nee. Ja, aber wenn das jemand hört, irgendwo in Ulm beispielsweise, einer, der gerade tierisch Druck auf der Leitung hat, das sollten die Frauen wissen, damit sie begreifen, was auf sie zukommt. Da muss man frühzeitig aufpassen. In England ist man da weiter. Die Queen zum Beispiel trägt schon Kopftuch. Und ihr sauberes Söhnchen, der immer so auf harmlos macht. Ja, da muss man ein bisschen länger hingucken, finde ich auch. Unser Prinz Charles, man sagt ja, wie die Ohren so, das ist echt, das ist Prinz Charles, oder könnte auch die englische Variante von Bauer sucht Frau sein, oder? Bauer sucht Frau war für mich die Sendung des Jahres. Selbst Lothar Matthäus ist fündig geworden. Hat ja jetzt eine Ukrainerin, 20 Jahre alt, das ist gut, immerhin volljährig. Herzlichen Glückwunsch. 20 ist ja, ich meine, da muss man sagen, das ist in Ordnung. In Indien wird man da bald Großmutter. Der Lothar hat ja versucht, das Ganze geheim zu halten. Aber dann haben sie ihn knutschend im P1 erwischt. Wie das passieren konnte. Das P1 ist normalerweise bekannt für seine Diskretion. Da können Sie Olli Kahn fragen. Gibt's eigentlich schon Fotos? Ja, natürlich. Das ist sie. Das ist jetzt aber mal wirklich die Frau fürs Leben, oder? Ukrainische Dessous-Models sind ja bekannt für lebenslange Treue. Auf dem Foto könnte sie meines Erachtens schon auch 15 sein, aber der Lothar hat am Bett jetzt ein Lesegerät für maschinenlesbare Schülerausweise, damit ihn die Jugendlichen nicht mehr reinlegen können. Er ist ja so ein verantwortungsbewusster Mensch. Super.
Als Trainer ist er ja weniger erfolgreich, aber wir haben ja Jogi Löw. So ist unserer Nationalelf erspart geblieben, dass der Lothar nach dem Spiel sagen muss, Malta war der erwartet schwere Gegner. Die EM-Auslosung war ja eher positiv, oder? Ich glaube, mit dem Los können wir zufrieden sein. Statt Niederlande, Frankreich, Italien haben wir bekommen. Was haben wir bekommen? Usbekistan, Augsburg und Takatukaland, glaube ich. Ne? Das sollte zu machen sein, finde ich. Lauter Gegner, gegen die wir uns früher nicht mal umgezogen haben. Ne? Die putzen wir in Adiletten weg. Auf einem Bein, bewusstlos. Ne? Wenn der Lothar nicht noch Sportdirektor wird. Ne? Das weiß man nicht. Ne? Sportlich war es überhaupt ein gutes Jahr. EM-Quali gepackt, Handball-Weltmeister geworden, Frauenfußball-Weltmeister, Diskus und Hammerwurf der Damen sind wir Weltmeister geworden. Ich habe geweint. Wirklich, es war so schön. Ne? Plötzlich spürt man, wir sind wieder wer. Ne? Zwei Weltkriege verloren. Und jetzt, ne? Wahrscheinlich, weil wir damals unsere Hammerwerferinnen nicht eingesetzt haben. Ne? Wie ist eigentlich... Wie ist eigentlich Eva Herrmann im Hammerwurf? Das wäre auch mal ein schönes Talkshow-Thema für Eva Herrmann. Was sollen Frauen werfen? Kinder oder Hämmer? Wir sind so sportlich. Das finde ich, oder? Dieses Jahr war ein sportliches Jahr. Ich sehe bei mir vor der Haustür immer so ältere Frauen, die so gebückt entlangschleichen und zwei Stöcke hinter sich herziehen. Das war für mich der Sport des Jahres. Dead Man Walking. Finde ich gut. Super. Finde ich ganz toll. Jedenfalls, es war ein tolles Jahr. Das Beste zum Schluss, Rauchverbot. Viele Raucher stehen jetzt vor der Tür. Das ist unbequem, vor allem für ältere Raucher, die schon das eine oder andere Bein verloren haben. Aber im Prinzip eine gute Sache. Es wird alles immer besser, ich glaube, das kann man so sagen. Wir leben auch nach diesem Jahr in einem der freiesten Länder der Erde. Hier kann sich jeder einen Knopf in die Backe tackern oder Wahlrecht für Pinguine fordern. Das ist kein Problem. Und wenn Sie glauben, dass das selbstverständlich ist, dann sollten Sie mal versuchen, in Birma zu demonstrieren oder in Islamabad einen Schwulencafé aufzumachen. Es ist super hier. In Afghanistan schützen die Gotteskrieger die Drogenhändler. In Afrika gehen die Kinder statt in die Schule in den Krieg. In Asien arbeiten die Zehnjährigen bis in die Nacht in den Fabriken und in Südamerika kann man überhaupt nur noch mit privaten Wachdiensten überleben. Da sind unsere Probleme auch in diesem Jahr eigentlich eher unbedeutend gewesen. Insofern, frohes neues Jahr. Möge es so bleiben. Tschüss.